Was? Was zum... Wo bin ich? Ich... Was ist das da? Und was ist das in der Mitte? Und was ist... Was? Was mach ich damit? Muss ich das einfach fallen lassen? Zweite Chance. Ach so. Ich bin gestorben. Ach so. Das. Ja, ich hänge aber jetzt hier. Ich komme hier nicht mehr weg. Doch, jetzt. Ah. Okay, man kann also ganz gut sterben, wenn man irgendwo runterfällt. Das. Ich wollte das nur mal testen. Das ist also. Ja, gut. Deswegen kriege ich auch eine zweite Chance. Das ist kein Problem. Muss ich hier rauf? Das sieht förmlich danach aus, als müsste ich hier raufspringen. Ja, doch. Aber wo muss ich jetzt lang? Hier lang? Oh, ernsthaft? Scheiße. Toll. Hallo, Jim. Sitzt der da? Der sitzt da wirklich, ne? Das hat ja nicht so gut funktioniert. Toll. Schwupps, weg ist er. So, ich lade nochmal eben... Ah, guck mal an. Ich lade nochmal eben Nachtsicht und Dings auf. Und unseren Arm. Wir haben auch irgendwie, anscheinend habe ich so das Gefühl, dass wir, wo geht's denn hier lang? Okay, nirgendwo. Dass wir eine Stufe 2 im Arm haben, wenn man da guckt. Die Batterie, das ist einmal Stufe 1 und einmal Stufe 2. Ob das für die Geister ist, diese Stufe 2? So, was hat er denn hier bewacht? Müssen wir hier lang? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und ob wir überhaupt richtig laufen. Ja, eine Rutsche. Juhu. Was? Es wird ja immer besser hier. Das ist ja richtig toll. Das ist ein richtig schönes Spiel. Untergeschoss, Abfallentsorgung. Ja, so, das war also die Abfallentsorgung, ja? Ich habe schon Schock gekriegt, dass wir, Snoopy wollte ich gerade sagen. Fifi, unser Wunderhund. Ganz toll. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Aber ich glaube, das sollte so sein. Schön, dass diese Kleinen wahrscheinlich... Mann, hör auf! Schön, dass diese Kleinen hier schön rumkriechen können, diesen kleinen Luftschächten. Und ich hier so am Rumhampeln bin. Oh, eine Leiter. Warum schnappt sich nicht Fifi diese Kleinen? Die sind doch bestimmt mega lecker. So als Zwischensnack? Hm? Fifi, wie wär's? Yam yam? Oh, dauert das mit der Taschenlampe, ne? Oder diese Nachtsichtbrille.
So. Gut, ja. Oh, ich dachte schon, da steht jemand. Ich habe auch keinen Plan, ob wir überhaupt richtig laufen, ne? Power low. Oh, da können wir speichern. Ja. Henrik, what am I looking at? Was ist das? That is the source of the power you are wielding, and the thing powering the whole facility, Mjolnir, the hammer of the gods. Oh, der Hammer ist das, lol. You can charge Jarngreiper on the energy outlets on the hammer, and don't forget your portable power cells if you end up without power suddenly. After this, you might lose connection since you're going to the upper level, so, good luck. Das ist der Hammer, lol. Ich speichere mal. Hammer Time! So, wir brauchen wieder einen Code. Den. Ich lade es mal auf. Ah ja, haben wir schon. So. Ja, dann wollen wir mal. Thor's Hammer! Hammer Time! So, also hier können wir aufladen, aber wie gesagt, wir haben ja voll. Bringt uns ja nichts. Wo kriegen wir den Code her? Das ist ein großer Hammer. Ernsthaft? Das hat funktioniert. Wo ist er denn? Okay. Oh, da würde ich jetzt gerne mal reingreifen, ne? Da wäre bestimmt mega aufgeladen, oder? Boah, sieht verdammt cool aus. Warte mal. Mal gucken, wegen vielleicht Collectible oder so, aber ist anscheinend keins. Okay. Hab nur gerade gewundert, dass da so Lichter rumschwimmen. Nein, gut aufladen, warte mal. Bleib stehen. So, tschüss. Mein Schatz. Gollum? Oh. Ja. Ein Locus. Immer ein Ort der Sicherheit in Horrorspielen. Juhu. So, hier haben wir das Waschbecken und hier haben wir ein Klo. Ein viereckiges Klo. Mein Gott, wie viele Toiletten haben wir schon gesehen? Und da unten sind die Knöpfe zum Drücken. Der rechte ist zum Spülen, der linke ist zum Explodieren. Also quasi Schleudersitz. Ja, falls du mal ganz dringend weg musst, dann drückst du den linken Knopf. So. Wir sind also im Steuerbereich des Hammers, oder? Es ist, ja, egal wie ich sage. Lift unter der Regie, weißt du? Okay. Das ist alles gar nicht gut, ne? Was wir hier machen? Achso, ich dachte, wir kommen hier rein. Ich dachte, wir sind Schacht. Es sah so danach aus. So, nee, war das Klo. Ich muss nicht auf Klo, ich muss hier lang. Wieder zurück. Es sieht aus, als müsste man hier drauflaufen, aber ist, glaube ich, nicht so. Ich spare mal ein bisschen Batterien. So, da hinten läuft schon einer. Ich sehe ihn doch, da hinten. Da lief er schon.
Natürlich. Ich habe ihn schon gesehen. Na, wo ist er denn? Okay, drin scheint er nicht zu sein. Zumindest höre ich ihn nicht. Ist das auch ein Klo? Da ist schon wieder was. Bitte nicht ohne Klopapier benutzen. Steht da. Okay, wir müssen ja hier auch was aktivieren, ne? Wahrscheinlich auch ein Bildschirm. Ah, da, guck mal. 4673. Ah, alles klar. 4673. 4673. Die Tür war oben, ne? Es wäre voll witzig, wenn so einer im Scheißhaus sitzen würde. Ich würde ja gerne mal da oben lang. Wo geht's denn da hin? Ach, nirgendwo. Okay. War das 4673? Nicht, dass ich vergesse. 4673. Okay, alles klar. So, warte. Oh, der lief da unten, ne? Deine Scheißkammer kannst du hier ersticken. Wo geht's hier hin? Muss mal eben nicht sparen. Okay, hier kommen wir also wieder zurück. So, dann laden wir nochmal unseren Arm auf. Ah, geil. So, 4673. Speichern wir nochmal eben schnell. So, warte mal. 4673. Irgendwas passiert. Ich hab's gewusst. Nein! Hau ab, Mann! Lass mich! Ciao! Haha, ich kann Leitern gehen, du nicht! So, wo bist du? So, tschüss! Sind das ehemalige Menschen oder was soll das sein? Oder sind das die Kreaturen, die aus dem Dings da stammen? Was sind das denn für überdimensionale Schalter? Okay, Taschenrechner, alte Rechner hier am Rumstehen. Wahrscheinlich haben die sich einfach mutiert, weil die ganze Zeit einfach nur aus dem Snackautomaten gelebt haben. Oder aus diesen ganzen Automaten, die hier rumstehen. Und nichts anderes ist das. 4-1, Atrial Power. So, Energiegewinnung. Wir müssen zur medizinischen Forschung. Glaube ich zumindest, hoffe ich. Research.
Radioactive. Oh, radioactive. Hier sonst nichts. Henrik, are you there? Okay, hier drin stehen einmal so Füße dahin. Warte, ich passe da gar nicht rein. Was sind das für überdimensionale Füße, die du haben musst? Die habe ich gar nicht. So, einmal bitte scannen. Bzzz. Fertig. Noch eine Batterie. Day 30. The subject is growing at an alarming rate and has already doubled in size. It also exhibits minor cognitive abilities, emotions on the level of an older child, and something that seems to be memories. Day 83. The subject is very drawn to the female from the human trials. She is not yet conscious, but the subject is very keen on staying close to her, almost like he's guarding her. Day 95. The creature is growing and is getting harder to contain. The subject went on a rampage when he discovered that the female was moved during the night. After destroying the holding area, he was sedated and moved to a location closer to the female. If growth doesn't cease, termination of the subject might be necessary. Hat ja nicht funktioniert, es zu terminieren anscheinend. So, hier geht's nicht lang, ne? Doch. Okay. Ein Sammelstück. 8 von 28. Also noch 20 Stück. Juhu. Wenn wir denn alle haben. Wohlgemerkt. So, hier haben wir wieder eine Batterie zum Aufladen. Aber ich gehe erstmal hier gucken. So. So, ich mache alle Spinde offen. Hier scheinen ja genug Mitarbeiter gewesen zu sein. Aber ich frage mich, wo sind die alle hin? Sind die alle gestorben? Luftschleuse. Oder kamen wir von... Nee, von hier kamen wir ja gar nicht. Was? Oh nein. Die laufen hier, ne? Ach, ich kann gar nicht aufladen. Ahaha. Wo kann ich denn hier aufladen? Sag mal. Aber die sind ja nicht mehr blind, ne? Oh, da ist auch noch einer. Ohuhu. Wo lade ich denn meinen Arm jetzt auf? Ah, warte mal, ich habe ja noch hier was drin, ne? Das reicht, glaube ich, nicht. Wo ist der? Wo ist der kleine Scheißer? Diese Geräusche. Alter. Höh! Heute nicht mein Freund. So, wo muss ich lang? Geräuschkulisse, ne? Die Batterie müssen wir auch noch machen.
Und hier liegt ein Snickers rum. Guck mal da, so ein Riegel. Und die gute Orange. Wer kennt sie nicht? Gut. Was? Was ist das für ein Raum? Ist das ein Kinoraum? Oh nein, haben die mit diesen... Uff. Hallo? Oh, wir können wieder aufladen. Nice. So. This is how we do. La, 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 la. Oh, wieder eine Leiter. So, erstmal aufladen. Und wieder durch den Schacht. Alter, das Spiel besteht zu 95% aus Schächten, ne? Der Schachtsimulator. Schacht 95. Jetzt die Simulation. Das hat auch niemand mitbekommen. Oh, was ist das denn? Schlüsselsignatur. Bereits gescannt. Aha. Was macht das? Oder ist es die, die wir im Arm haben? Eigentlich will ich gar nicht gegen die kämpfen, weil somit sparen wir ja noch so ein bisschen Armbatterie, ne? Du verstehst, was ich meine. Gut, dann hat er sich einfach in Luft aufgelöst. So, drei haben wir nicht. Können wir auch nicht irgendwie wegsprengen oder zumindest elektrisieren. Oh nein. Der hat uns gehört, ne? Ich gehe mal eben nochmal schnell aufladen. Weil da ist ja noch einer. Ich düse mal eben schnell. Kommen wir gar nicht hin. Ja gut, wo müssen wir denn hin? Bestimmt zur anderen Treppe. Dass ich ihm jetzt direkt in die Arme laufe. Oh nein. Ernsthaft, da ist noch einer. Lalalala. Der läuft auf jeden Fall rechts lang. Da sind auf jeden Fall keine Menschen. Ich glaube, das sind die, die aus diesem Wunderbaum gekommen sind. Irgendwelche Kreaturen. Mit leuchtenden Augen. Ich kann mich nicht wehren, hör auf! Oh, Alter! Uahaha! Willst du mich verarschen? Wir halten uns selber, glaube ich, ne? Nach einer Zeit. Ja, man heilt sich selbst, glaube ich. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Toll, wir haben halt nichts, ne? Ein Batterieding haben wir. Ich will den halt gerne einfach weghauen. Wir müssen bestimmt an dem vorbei. Also vermute ich mal, der sieht uns hier, oder? Natürlich. Natürlich sieht er uns hier.
Oh, die drei haben wir. Das ist nicht gut. Wir haben die drei auf jeden Fall. Das heißt, damit können wir die Tür öffnen. Wir müssen nur hier safe rauskommen. Die kleinen Wichte. Wo ist der andere? Nicht in Sicht, das ist schon mal gut. Das ging aber gerade eben gut. So, gelange zurück zu Dr. Hendrik Anderson, B1. Machen wir das doch mal. Oh, Fifi, der Wunderhund ist wieder da. Fifi. Was zur Hölle? Was? Fifi, wie heißt der? Was? Pemsrier? Keine Ahnung. Das, der hat zwei Köpfe. Ich... Okay. Das ist alles mega weird. Dass man so sagen darf. Das... Henrik? Hallo? Yes. I have access to the database. Your creation was a meld of a female subject, Alice. For... an artifact tissue. Mm-hmm. For what purpose? By the gods. There was another creature before you. What? Artifact tissue from the outskirts of Asgard in combination with human tissue to create an enormous beast. Also haben sie doch geforscht. A wolf. The file describes the creature as ever-growing. With minor intelligence and... During your creation, you were guarded by the beast, which seems to be emotionally attached to you for some reason. How could you possibly not know about this going on? I'm afraid this occurred after the spirit took control. But it must be behind this. What are you talking about? What is the spirit? And how? I knew this would only raise more questions. I'm sorry you had to risk your safety for this, my dear. Get back to Henrik as soon as possible, so we can locate the next key and end this nightmare. She's right. Yeah. Head back down here. I'll answer any questions. Oh, okay. Au. Wir sind unten. Wir sind wieder. Ah, wir sind hier wieder zurück. Das heißt, wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Oder? Ja, hier ist doch die Tür von dem, ne? Ist das nicht hier? Ah, speichern. Ja, auf jeden Fall. Das tat gut. So. Aber der war doch da, der Doc, oder? B1. Wir sind doch wieder bei B1, oder? Ja, hier geht der Fahrstuhl sowieso nicht. Also, zurück, Marsch. Zurück nach B1. Wo ist denn B1? Ich dachte, das wäre die Tür gewesen. Da hat er nicht mit uns da gesprochen. Ah, nee, hier war das. Perfect, you're here. So far, you've met my... You said you'd answer my questions. Fine. Ask away. I don't know where to start. What is this place? I built this. Spent years of mortal life toiling away at plans, scraping together resources and favors to turn this into reality. A place to research the things thought to be myth and superstition. A place to research the Absalom, the last divine artifact left in Midgard. You've already seen it on your way down. That statue upstairs? At first, we used ancient knowledge and combined it with Borgcorp technology to open rifts between worlds. We made enormous progress, discovered new worlds and unimaginable technologies. But some unwanted things came back with us, entering our world, and now everything is just falling apart. I'm trapped down here, and we have lost control of the entire facility.
The only way to stop the world from falling into chaos is to collect 9 keys and insert them into the Absalom. The artifact acts as the gates, and the keys will keep Midgard from being littered with the roots spreading across the surface. And unless we stop it, our existence, and that of all living things, will become endless torment. How do you know where the keys are? Years of research alone and with my associates, scouring through endless texts of the 9 worlds. Who is Alice? Enough questions! You have the key! Order must be restored to the realms of Yggdrasil, and the evils from beyond must be locked down. Insert this key into the Absalom and remember what I've taught you. Do that and you will succeed. Now get out of here, go! Ja, ist ja gut. Guck mal da oben, New York. Da ist der Riese auch lang gelaufen. Aha, also die ganze Welt, ja? Was denn? Geht das? Ach, geht nicht. Schade, ich dachte. Was sind das denn für Bilder? Bestimmt Entwickler. Da würde ich für wetten. Welches Alice? Ah, Alice ist seine Tochter. Kann das sein? Weil da steht Alice auf dem Bild. Greatest Alice. Steht da Tür oder für? Okay. Kann ich nicht genau lesen. Das ist... Da läuft auch der Riese, glaube ich. Er hat das also alles gebaut hier. Da sind mit Sicherheit das Entwickler. Da wette ich mit. So, da ist ein Speicherpunkt. Wir haben gerade auch schon gespeichert. Hier schläft er also. Was müssen wir jetzt machen? Führe den Schlüssel in die Absalom-Tafel ein. Die Absalom-Tafel war bei der Statue, ne? Das ist alles sehr lecker hier. Das ist nicht die Absalom-Tafel. Die... Ja, was ist das für eine Spiegelung? Achso. RTX ist an. So, Freunde. Ich würde sagen... Wir schauen mal, dass wir die Tafel einsetzen oder den Schlüssel. Der... War das da? Huch, ich speichere nochmal eben. War der hier? Das jetzt? Wo waren das nochmal gewesen? War das hier lang? This is how we do. Ach, jetzt müssen wir erstmal durchs Planschbecken, ne? Ich düse mal. Also ich hoffe, dass ich richtig laufe. Nein, die Tür ist zu. Ist falsch. Das heißt, wir müssen woanders lang. Hä? Aber warte mal. Es gibt doch keine Karte, ne? Hört mir gerade auf. Was ist das denn da? Okay. Hä, aber wo war denn nochmal diese Riesenfigur? Habe ich mich so verlaufen? So, wie war der Speicherpunkt? Kann er nur hier lang sein, wenn dann? Aber macht keinen Sinn. Ah, hier, doch, der Fahrstuhl geht es wieder. Ja! Abfallentsorgung. So, wir müssen jetzt zu Absalos Forschung, ne? Genau. Wahrscheinlich werden wir da Fifi den Wunderhund treffen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, die Tafel, ne? Sagst du? Ich würde gerne unseren Arm wieder aufladen. Die Tafel war oben, ne?
Irgendwo lief hier einer rum. Hier ist die Tafel, oder? Ja. You have to excuse Henrik. Don't abandon us. We have to find all the artifact keys as soon as possible. The next one is in another part of Niederlein. On top of a tower of ice, a beacon of light. Okay. From the Absalov research room, you have to go through the east wing. The code to the gate is 3825. I repeat, 3825. Be careful, my dear. Ostflügel, sagt sie, ne? 3825. Das kann ja noch besser werden. 3825. Das Schöne ist, wir müssen, glaube ich, nur von den neuen Schlüsseln, glaube ich, 4 sammeln oder so. Wenn ich das richtig gesehen habe. Weil in der Tafel waren schon Schlüssel gewesen. Wir haben jetzt einen eingesetzt. Ich glaube, es waren jetzt noch 3 Löcher frei, wenn ich das richtig gesehen hatte. Aber es wird trotzdem irgendwie schief gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Irgendwas wird passieren. Kann ich schon rüberlaufen? Ja! Was? Torhüterseher? Mein Torhüter, wie ging er? Was? Ich speichere mal ganz schnell, dann mache ich das Spiel aus. Ja, ich würde sagen, wir speichern jetzt an der Stelle und dann, ja, machen wir da, glaube ich, beim nächsten Mal weiter. Ich, finde es ganz cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, was uns da noch alles so erwartet hier in dem ganzen Glibber und diesen ganzen, Hentai-Tentakel und... Das sieht falsch aus. Ich enthalte mich meiner Stimme und würde sagen, bis zum nächsten Mal.